Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht zu meinen drei Vorrednerinnen jeweils ein kurzes Wort. Herr Spanier, Sie haben eben im Nebensatz mal alle Mitarbeitenden der BVG, der S-Bahn, der Berliner Regionalbahn, der Trams, der Busse, der U-Bahn, all die, die jeden Tag für Mobilität in Berlin sorgen, die haben Sie im Nebensatz mal eben so weggewischt und beleidigt. Sorry, das geht gar nicht. Herr Chaya, wenn Sie persönlich die Bündnisgrünen beleidigen wollen, dahingehend, dass da keiner gearbeitet hätte, dann sage ich es erstmal persönlich, das ist Quatsch. Aber gerade wenn Sie es sagen, der sich Abschlüsse in der Schweiz gekauft hat und dann zurückgeben musste, ist es besonders prekär. Und Herr Schaier, für Sie habe ich auch noch einen Satz mehr. Wenn Sie über das Chaos in Berlin schwadronieren, Sie sind der Mann, der für das Lageso-Chaos in Berlin 2015 verantwortlich war. Das hat das Bild dieser Stadt bis heute geprägt. Und das sind Sie gewesen, und dass Sie deswegen von hier vorne Berlin runtermachen. Sorry, das geht einfach gar nicht. Und lieber Kevin Kühnert, etwas sanfter. Aber die SPD hat sich auch mal um 500, 600 Meter gekümmert. Deswegen ist das Brandenburger Tor jetzt nicht mehr für Autos durchfahrbar. Und das war ein Segen für diese Stadt. Und wenn wir in der Friedrichstraße was ähnlich Tolles hinkriegen, ist das, glaube ich, gut. Manchmal sind 500, 600 Meter was wirklich Tolles. So. Okay. Jetzt kommen wir zur 100. Ich wollte eigentlich eine austarierte, wunderschöne Rede halten, aber ich glaube, ich bleibe ein bisschen gedanklich und emotional. Ich bin gebürtiger Berliner, ich bin sogar gebürtiger Friedrichshainer. Ich wohne in Pankow. Das, was der Plan der A100 vorsieht, ist genau diese Stadtteile kaputt zu machen. Und deswegen geht mich das persönlich an, und deswegen finde ich das schlecht. Das sind die Kieze, die Sie zerstören wollen. Was passiert dort? Dort gibt es Clubs, da gibt es Gewerbe. Clubs wie die Else, den Club Ost, die Renate, das Albert Blank. Das ist das, was Berlin ausmacht. Deswegen kommen die Menschen in diese Stadt. Und Sie sagen, Sie wollen irgendwas stadtverträglich dort gestalten. Sie zerstören diese Stadt, die Sie da meinen. Das geht nicht. Wir haben gestern eine große Debatte über Wohnen und Wohnraum gehabt. Ja, auf dem Gebiet, wo Sie die A100 lang bauen wollen, da sind Wohnungen. Und da ist auch Potenzial für 8.800 weitere Wohnungen. Das würde Berlin helfen. Und nur so, weil Sie ja immer auf eine Karte gucken und sagen, da kann man noch einen Strich und einen Ringschluss machen. Übrigens, Herr Spanier, wir haben einen Ringschluss, nennt sich A100. Gucken Sie sich mal an, findet man auf jeder Karte. Aber die A10, den Ring zu schließen, damit machen wir Berlin kaputt. Zum Beispiel auch eine Schule, die Karl-von-Linné-Schule, eine Schule für Körper- und Lernbehinderte. Das ist das, was Sie damit machen mit dieser Stadt. Sie machen da nichts schön, Sie machen da nur etwas kaputt. Und auch wenn es Berlin ist, wenn es Stadt ist, dann ist dort auch Natur. Dort werden 250 Bäume fallen, die Sie dann eben mal eben wegräumen wollen. Und ca. 20.000 Quadratmeter Grün, Stadtpark in Lichtenberg, all das geben Sie dem Verlust anheim. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil mein Vorwurf an Sie ist und an alle, die da immer so auf der Karte gucken, Sie kennen diese Stadt halt nicht. Sie kennen sie einfach nicht. Sonst kommt man nicht auf die Idee, da irgendeinen Strich durchzuzeichnen und sagen, das ist es dann. Da ist nichts, dass man Verkehr aus den Kiezen rausholt. Das ist der Kiez, wo Sie die Autobahn durchziehen wollen. Und das hat übrigens auch, das wissen die Bezirke zum Beispiel, der Bezirk Neukölln, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der Bezirk Lichtenberg, der Bezirk Pankow, der Bezirk Mitte, haben alle Beschlüsse gegen den Weiterbau der 100 gefasst, allesamt. Das Stadt Berlin, das Land Berlin, hat im Berliner Energie- und Klimaprogramm gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und das kann man doch mal zur Kenntnis nehmen. Dann kommt immer diese Erzählung, haben einige auch schon angedeutet, man könnte damit Stau rausholen aus der Stadt. Mit Verlaub, die A100 ist der Staugarant in Berlin. Jeden Tag können Sie das Radio anmachen, sich anhören, Stau auf der A100 dort, dort und dort. Und wenn Sie mal gucken, wir haben im Westteil und im Ostteil in Berlin. Im Westteil Berlins haben wir doch nicht weniger Stau als im Ostteil Berlin. Das ist doch Quatsch. Also das heißt, diese Autobahn hat null geholfen beim Thema Stau. Und wenn Sie das selbst immer noch nicht glauben, dann gucken Sie sich doch mal die riesigen Autobahnen in Houston oder auch in China an. Was passiert denn dort? Stau! 26 Spuren in Houston. Stau!
Manchmal kommt es hier vor, als ob das eine Art Sucht ist, eine Betonsucht. Ja? Und sie wollen sich immer noch einen neuen Schuss setzen, irgendwo noch ein bisschen Beton reinkippen. Und wenn dann das Land Berlin sagt, nee, wollen wir nicht, da kommt der Bund und muss diesen Schuss setzen, damit die Sucht auch weitergeht. Das kann es nicht sein. Und klar, dieser Kampf gegen den Weiterbau der 100, der ist lang und alt. Ja, wir haben schon gegen den 16. Bauabschnitt damals opponiert. Da ist das Planfeststellungsverfahren von Rot-Rot eingeleitet worden. Und deswegen sehen wir ja auch, was das mit der Stadt macht. Was ist denn da passiert? Es sind Wohnungen weggefallen, es sind Kleingärten weggefallen, es ist Gewerbe weggefallen. Und das ist eben nicht stadtverträglich, liebe CDU. Das ist nicht stadtverträglich, das ist das ganze Gegenteil. Und wenn man dann noch mal einen Blick wirft in die Kosten, 1,5 Milliarden soll jetzt der 17. Bauabschnitt kosten. Das ist Geld, was wir doch für ganz andere Sachen in Berlin brauchen. Und deswegen lassen Sie uns lieber das zweite Gleis für Tegel bauen. Lassen Sie uns die Heidekrautbahn bauen. Lassen Sie uns die Bahn von Spandau nach Brandenburg bauen. Das kostet auch alles Geld. Und da kann man sich verkehrspolitisch wirklich verewigen. Wer das braucht, der soll sich dort verewigen. Und deswegen, damit komme ich zum Schluss, das kann nicht sein, dass wir so ein Projekt aus dem letzten Jahrhundert einfach, weil es irgendwie geht, weiterbauen. Wir müssen diese Zerstörung, diese Stadtzerstörung stoppen. Wir müssen die 100 stoppen. Vielen Dank.